guter Transfer gewesen. Wo ich endlich zutraue. Also das gehst du voll aus, weil Winterthur eher ein bisschen defensiver wird agieren, hat Stevanovic schon genug Platz. Genau, und kann das so auch ausspielen und dass sie dann über die Flügel so gefährlich werden können. Und darum auch das 3-0 für. Ja, ich verlasse mich auf die Tipp. Ja, ja, hoffentlich. Du bist schuld. Ja. Kommentieren wird der Tipp, das 3-0 oder was es auch immer gibt. Vielleicht die Überraschung von Winterthur, Stefan Flückiger. Wir wünschen ganz viel Vergnügen mit der ersten Halbzeit. Ja, und somit auch ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite aus dem Stade de Genève an diesem Samstagabend. Schön seid ihr mit dabei bei diesem Spiel der vierten Runde zwischen Servette FC und dem FC Winterthur. Es soll klappen mit dem ersten Sieg für die Eulachstädter. Dementsprechend auch einige Fans aus Winterthur mitgereist, um eben ihre Farben hier in Genf zu unterstützen. Ein Sonderzug. Circa 17 Uhr hier angekommen und man hofft, dass es also heute klappt in diesem so schwierigen Auswärtsspiel bei den Calvinstädten. Ja, und die Genfer, sollten sie diese Partie gewinnen, dann kann Alain Geiger definitiv von einem sehr, sehr geglückten Saisonstart sprechen. Nach wie vor ungeschlagen, Servette, das soll auch heute nach diesen 90 Minuten gegen den Aufsteiger, wenn möglich, so bleiben. Also 4.500 Zuschauer dürften es sein bei diesen tollen Bedingungen, die wir hier vorfinden, um Fußball zu spielen. Die heutige Partie wird von Stefan Horisberger geleitet, Pascal Hirzel und Didier Duplis sind seine Assistenten. Wladimir Ovtcharov, der vierte offizielle zweiter Einsatz in dieser Saison für den 34-jährigen Steffisburger. Ja, und in Volkerswil beamtet Sascha Käfer als Video Assistant Referee. Endlich also gibt es wieder ein Duell zwischen diesen beiden Teams im schweizerischen Fußball. Oberhaus und wir werfen als erstes einen Blick auf die Startelf der Hausherren. Eine Änderung gibt es auf der Linksaußenposition. Johan Sevra kommt dort zum Einsatz. Auch Theo Walz im Mittelfeld neu mit dabei, weil eben Ronny Rodler eine Position nach vorne gezogen wird. Dies aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Chris Bedia. Und weil Sevra nicht mehr im Abwehrzentrum spielt, hat auch Nicolas Vujo heute die Chance erhalten, in der Startelf zu stehen. Zu welcher Leistung ist der FC Winterthur heute fähig nach diesem Rückschlag zu Hause gegen den FC Lugano? 4 Gegentore zu viel. Es gibt die Rochade auf der Torhüterposition. Timothy Fayulu kommt zum Einsatz und dann ist es, wie Freddy Bickrau gesagt hat, eine Fünferabwehr, 3 zentral. Diaby und Gantenbein auf der Seite. Dann haben wir eine Raute im Mittelfeld und ganz vorne Roman Buß, der also auch heute, wenn möglich, treffen soll. Kai Schmid, Gelmi, das sind die drei zentralen Abwehrspieler, aber auch Aberdini soll natürlich das Zentrum schließen, wenn es in die Rückwärtsbewegung geht und aufgepasst, wenn dann Servet eben über die Seiten in den Angriff geht. So, schön seid ihr mit dabei. Stefan Horisberger hat das Spiel freigegeben. Servet in dieser ersten Halbzeit in Grüner, rot von links nach rechts. Einschätzung zum Spiel. Wir können, dürfen schon davon ausgehen, dass die Westschweizer deutlich mehr Ballbesitz haben werden als noch in den ersten Runden. Winterthur wird versuchen, erst einmal sicher in der eigenen Platzhälfte zu stehen, keine Räume anzubieten. So wird Servet gezwungen sein, das Spiel zu machen. Der muss heute schon auf den einen oder anderen Spieler verletzungsbedingt verzichten. Bedia, Klischi auch nicht mit dabei, Cespedes, Savadogo und Perami, alle sie fehlen. Und Vinci ein erstes Mal im Strafraum. Ja, wie? Dann bleibt Rodriguez passiv, weil er im Abseits gestanden hätte.
FC Winterthur. Einzig Costinha verletzungsbedingt nicht mit dabei. Ansonsten kann Bruno Berner aus dem Vollen schöpfen. Wenn wir schon bei den Spielen sind, die nicht dabei sind im Aufgebot bei Servet auch heute, Castro Di Meri nicht mit dabei beim FC Winterthur, Hekoran Kneziu noch keine Option im Moment, hat noch etwas nachzuholen im physischen Bereich, wird Winterthur allerdings helfen können, wenn er dann eben topfit ist. Konja, Walz, Flücke. Hat einen richtig starken Eindruck hinterlassen in diesen ersten drei Runden. Der Linksaußenmann bei Servet, Patrick Pflücke. Ujo sucht ein erstes Mal Rodlin. Keine Chance, diesen Ball anzunehmen, weil Yannick Schmid genau richtig stand. Auch ein spezielles Duell an der Seitenlinie, à la Geiger. War auch Bruno Berner des vollen Lobes. Bruno Berner, der wurde ja einst in der U21 bei GC von à la Geiger trainiert. Kein Foulspiel an Ramisi, entscheidet Horis Berger. Abedini. Sehr riskantes Tackling gewesen von Steve Rouillet. Sagt auch an, ich habe Ball gespielt. Bärenharter Verteidiger, dieser Steve Rouillet. Auch schon länger mit dabei bei Servet FC seit 2018. Ja, und so ganz aus dem Schneider ist Ruhe nicht. Die Szene wird da noch einmal angeschaut. Aber der Check schnell abgeschlossen, also keine penaltywürdige Situation. Der Startelf geblieben. Bruno Berner, der schenkt seinen Offensivkräften auch heute das Vertrauen. Heute kommt Di Giusto auf der 10er Position im Einsatz in diesem Mittelfeld mit Rautensystem. In erster Linie schön treffen sich diese beiden Teams wieder einmal in der höchsten Schweizer Fußballliga. 84-85 gab es das letzte Duell in der Challenge League. Gab es dieses Duell 2019 zum letzten Mal, damals noch ohne Bruno Berner, der also an der Schraube gedreht hat, diese Systemumstellung von einem 4-2-3-1 auf ein 5-4-1. Soll heute der Schlüssel sein, um hier mit dem einen oder anderen Punkt die Rückreise antreten zu können. Ujo. Auch hier gut zu sehen in den Startminuten Winterthur, dass da keinen allzu großen Druck auf die Abwehrreihe der Grünas aufsetzt. Aber nun Platz vorfindet mit Diaby. Ujo dazwischen, Abedini. Ramisi mit dem Chip in Richtung Bus. Für
Wichtig für Winterthur wird es eben auch sein, die Basics richtig zu machen, also die Zweikämpfe anzunehmen, wie Servet dies getan hat am vergangenen Wochenende im Rhône Derby im Tourbillon beim FC Sion. So kriegst du dann eben auch diese Sicherheit. Klar, will man auch ähnlich starten wie zuletzt. Die Partie gegen Lugano begann ja ausgezeichnet mit dem Führungstreffer. Und hier der erste Abschluss von Miroslav Stevanovic. Richtig toller Pass und dann auch gleich den Abschluss gesucht. Bringt da zu wenig Druck hinter diesen Abschluss. Dann auch noch zu zentral. Keine großen Probleme hat hier Fayulu diesen Ball zu parieren. Hat heute also die Chance erhalten, Timothy Fayulu. Das letzte Mal, dass er im Kasten stand beim Super League-Spiel war gegen den FCZ, als er seine 2:6 Niederlage im Oktober 21 absetzte. Hier war der Ball bereits vorbei. Einzige Intention von Konya hier, Rodriguez zu Foul zu bringen. Gibt auch zu Recht den gelben Karton gegen Timothée Konya. Der sich übrigens pudelwohl fühlt in Genf, hat aber auch gesagt, hey, das Transferfenster ist noch ein bisschen offen. Wir dürfen gespannt sein. Ganz wichtiger Mann im Mittelfeld der Grünas. Frick direkt in die Füße von Hamisi. Ganzen Bein, Rodriguez kommt da ganz alleine zum Abschluss. Hat den Ball allerdings nicht richtig getroffen. Suchen durchaus ihre Möglichkeiten, die Winterthurer, also von einem Einigeln in der eigenen Platzhälfte in diesen Startminuten nichts zu sehen. Das wird heute kein Selbstläufer werden für das Heimteam. Der wird aus Stevanovic gesucht, Millimeter genau dieses Zuspiel. Jallo, und dann gibt es Ecke für Servet. Suleiman Diaby ging da dazwischen. Bruno Berner hat ja selber gesagt, ich will heute eine aggressivere Truppe auf dem Platz sehen. Eine Mannschaft, die die Zweikämpfe annimmt. Pflücke. Noch nicht gänzlich geklärt, dann greift Fayulu sicher zu. Sieben Spiele hat er in der letzten Saison für den FC Sion bestritten, Timothy Fayulu. Nach seinem Einsatz gegen den FCZ, wie schon erwähnt, war er dann nur noch der Backup von Kevin Fickenschen. Johan Sevrein Bild. Letzte Saison musste er ja diese Position auch einige Male ausfüllen, dreimal in der Liga. Hat aber auch schon links außen richtig gute Leistung gezeigt und somit wenig überraschend heute das Vertrauen von Alain Geiger erhalten. Es müsste dann auch Geld geben, gefährliches Spiel. Der Fuß viel zu weit oben hier vorne, Buß trifft Arouye sogar noch im Gesicht. Gibt es dann auch gleich die faire Entschuldigung. Hat sein Team gegen Lugano zuletzt in Führung geschossen, Roman Buß.
auf ihm lastet auch heute viel Verantwortung. Da vorne ganz alleine aufgestellt. Und so ist es dann eben auch wichtig, dass ein Ramisi, ein Rodriguez oder auch ein Di Giusto aus dem Mittelfeld versuchen, ihn zu unterstützen. Diallo. Scheint da leicht gezeichnet zu sein. Dürfte allerdings bald weitergehen für Steve Rouillet. Kann ja nicht nur austeilen, ist auch ein Spieler, der hart ist im Einstecken. Lecker. Schmid. Sein Debüt. Mit wenig Glück behaftet. 4 Gegentore bei seinem Einstand. Aber Winterthur kommt wieder mit Ramisi. Lecker. Okay. Kluger Seitenwechsel öffnet das Spiel mit diesem Ball. Diallo. Auch schon gut zu sehen, dass Diaby ziemlich nahe jeweils bei Stevanovic steht. Gut möglich, dass Bruno Berner seinem Team gesagt hat, wir müssen versuchen, den Aktionsradius einzugrenzen. Blick in Richtung Schiedsrichter von Gantenbein. Hätte auch ins Auge gehen können, diese Situation. Nahe an einem Handspiel. Rodriguez. Diaby. Wieder Rodriguez. Bringt den Ball zur Mitte, wo Huye klären kann. Erste Ecke. Nun auch für die Winterthur. Winterthur, das gut in dieses Spiel reingekommen ist. Jetzt dann gleich bald eine Viertelstunde gespielt hier im Stade de Genève. Viel hatte Fayulu bisher noch nicht zu tun. Jeremy Frick auch nicht. Könnte in Kürze geprüft werden. Der Mann, der so richtig stark gehalten hat. Auch zuletzt im Rhône Derby. Eines ist auch klar, Servette hat ja das erste Spiel zu Hause gegen St. Gallen gewinnen können. Man will in der Siegerspur bleiben. Die Heimstärke, die soll, wenn möglich, zurückkehren in dieser Saison. Den letzten, da konnte Servette gerade mal 7 Siege einfahren. Vor eigenem Publikum doch zu wenig. Diallo. Servette versucht da in der Offensive auch polyvalent aufgestellt, flexibel aufgestellt zu sein. Mal Stevanovic in der Mitte, Rodlein, der sich ein bisschen fallen lässt. Diallo. Bleibt da gegen die Giusto erfolgreich. Durch die Mitte fast alles zugestellt. Wieder geht es über die rechte Seite. Diallo.
nimmt den Ball wuchtig zur Mitte. Da hat Sabatini aufgepasst. Ideen müssen her, ansonsten werden sich die Genfer, je länger die Partie dauert, dann schon die Zähne ausbeißen. Klar, ein Castro Di Meri, der fehlt natürlich schon von seiner Technik her. Einer, der immer gut ist. Immer gut für einen Geniestreich, der auch heute nicht im Aufgebot, nichtsdestotrotz steht dabei Servet genügend Qualität auf dem Platz, um auch dieses Heimspiel gewinnen zu können. Aber absolut ausgeglichen die Partie. Vinti mit einem guten Start in dieses Spiel. Konya. Der FCW holt sich den Ball zurück. Ramisi auf sich alleine gestellt. Gut gemacht. Ganzen Bein. Gelmi. Spiel am ganzen Bein. Ramisi, der muss aufpassen, fordert vehement die gelbe Karte. Nach diesem Foulspiel von Johan Severin. Ist eben auch klar, dass bei Servet einiges mehr über rechts gehen wird. Johan Severin doch bekannt als ein Verteidiger, der gemäß dem Motto Defense First verteidigt. Also erst einmal hinten die Schotten dicht halten und dann mal schauen, was er nach vorne tun kann. Erst einmal ist Verteidigungsarbeit gefragt. Standard für Winterthur. Wird Abstoß geben. Servet an der Seitenlinie als Trainer noch nie bezwingen können, Bruno Berner. Fünfmal hat er sich versucht, einmal gab es ein Unentschieden, viermal eine Niederlage, damals noch mit dem SC Kriez. Okay. C'est vrai. Diallo, da hat Diaby aufgepasst. Dennoch gibt es den Daumen nach oben von ihm hier, von Miroslav Stevanovic. Wird ja Genf noch etwas erhalten bleiben, hat ja einen Vertrag bis 2025, es sei denn, es wird Ablöse bezahlt. Und er hat heute die Möglichkeit, sich mit Paraden sich auszuzeichnen, den Kurswert etwas zu erhöhen. Absolute 50-50 Geschichte haben wir auch thematisiert im Studio-Vorprogramm. Hat Bruno Berner auch gesagt vor dem Saisonstart. Die beiden, Fayulu und Pukai, liefern sich ein Rennen auf Augenhöhe. Schmid. Pass sind die Füße von Wals gespielt. Hodler. Holt das Maximum heraus, bekam da keine Unterstützung, Ronny Hodler. Hat seine Stärken vor allem im Kopfballspiel nicht zu vergleichen mit einem Grejon Kay. Beispielsweise, der es eben auch gut geschafft hat, die Bälle jeweils zu halten, seinem Team die Zeit zu geben, um nachzurücken.
Corlin, der spielt bisher eine gute Saison. Unvergessen natürlich sein Traumtreffer hier im Stade de Genève beim Season Opener gegen den FC St. Gallen. Ujo. Stevanovic. Aus neutraler Sicht, da hoffen wir so ein bisschen, dass es ähnlich zu und her geht wie im letzten Duell hier in Genf, damals 2019 noch in der Challenge League, als Servette am Schluss aufstieg, gab es einen 5:2 Erfolg gegen den FC Winterthur. Diallo. Flücke lässt durch für Rodelin. Doulin. Flücke. Mit dem Abschluss. Richtig guter Abschluss von Patrick Flücke zwingt Fayulu zu einer ersten geglückten Parade. Gab es ja diese Möglichkeit für Stevanovic, war die Distanz nicht so weit. Hier allerdings Fayulu doch etwas mehr gefordert. Ansatzlos einfach mal abgezogen, das war genau die richtige Option. Aber auch Fayulu schnell unten. Wir können uns in aller Ruhe auch noch diese Verlangsamung anschauen, weil es gibt eine Trinkpause. Ihr verpasst also nichts. Für diese Saison beim FC Winterthur Timothy Fayulu, der 22-Jährige. Hatte auch beim FC Sion immer wieder gute Spiele. Ich mag mich an ein Rhône-Derby gegen Servette erinnern. Scheint da vielleicht doppelt motiviert zu sein. Damals gegen die Servettiens hielt er nämlich ausgezeichnet. Auch für ihn. Mit Sicherheit die richtige Entscheidung, so bekommt er Spielpraxis, die hätte er beim FC Sion in dieser Saison nicht bekommen. Nala Geige, der hat sich geäußert, wurde er darauf angesprochen, dass sein Team deutlich defensiver agiert, das beispielsweise noch in der vergangenen Spielzeit. Hat dann auch gesagt, was bringt es, wenn wir das Spiel machen, die Resultate nicht holen, man sei immer noch so ein bisschen in einer Findungsphase, die Schwächen will man verbessern. Das hat ja ziemlich gut funktioniert, bisher in diesen ersten Wochen der neuen Super League-Saison. Aber die Resultate, die täuschen schon ein bisschen, auch die Genfer, die haben einiges zugelassen in der Verteidigung. In den drei Partien, man hatte einen Jeremy Frick und das wird auch Bruno Berner aufgefallen sein. Also durchaus etwas möglich für den FC Winterthur heute Abend im Stade de Genève. Haben wir den 44-jährigen gebürtigen Zürcher im Bild, hat ja einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.
etwas unorthodox, wie da Rouillet den Ball hineingegangen ist. Allerdings mit Erfolg. Knapp 27 Minuten gespielt im Stade de Genève. Winterthur hatte bisher nicht allzu große Probleme, das alles zu verteidigen. Klar, bezüglich Tempo, da können die Genfer mit Sicherheit noch eine Schippe drauflegen. Ich denke mal, dass der Ball flach gespielt werden muss, denn da haben die Gäste schon den einen oder anderen sehr, sehr kopfballstarken Spieler im Abwehrzentrum mit hohen Bällen. Wird da heute wahrscheinlich nicht viel auszurichten sein. Je zwei Abschlüsse haben die zu sehen bekommen. Ein sehr ausgeglichenes Duell. Bisse. Huye. Doulin. De Severin. So ab Höhe Mittellinie versuchen die Winterthur dann jeweils Druck aufzusetzen. Diallo. Auch taktisch sehr diszipliniert die Gäste. Lassen sich da auch nicht herauslocken. Und dann eben kompakt in und um die eigene Box stehen zu können. Flücke! Kommt da aus dem Nichts zu diesem Abschluss. Aber auch hier zu zentral. Keine Probleme für Fayulu. Abschluss, der auch nur möglich wurde nach diesem Querschläger von Yannick Schmid. Erwartet deutlich mehr Ballbesitz für die Genfer, über 60% sind es nach einer guten halben Stunde. Ganzenbein. Der Ball von Buß zu weit für Ramis. Ich habe ja vor gefühlt einer Minute gesagt, beide Teams mit je zwei Schüssen auf den gegnerischen Kasten, das stimmt. Aber die Schüsse vom Servette, vom Team von Alain Geiger, die kamen dann auch auf das Gehäuse von Fayulu. Sherry Feck hatte noch nichts. Noch nicht viel zu tun bisher in diesem Spiel. Hier das Ballspiel von Rodler gegen Schmid. Routinierter Mann, dieser Ronny Rodelin.
Bouillet auch schon mit vielen Ballkontakten. Heute so etwas wie der Abwehrchef, der Kallenstädter gegen Winterthur. Easy der Ball versprungen und das Stellungsspiel von Gelmi. Keine Chance für Pflücke an den Ball zu kommen. Wieder Pflücke. Jetzt wieder mal die Möglichkeit auszuschwärmen. Auf diese Spielsituationen lauern die Winterthur, wenn es dann eben schnell in die Gegenrichtung geht. Davor hat auch Coach Alain Geiger sein Team gewarnt vor dem heutigen Spiel. Leckheim. Schmid, der Zentrale in diesem Dreierabwehrverbund. Rodriguez verliert den Ball an Dulin. Auch heute fast nicht zu sehen, David Dulin, der Mann auf der 6er Position bei Servette. Hat seine Stärken im Zweikampf. Sorgt seit dieser Saison für das Gleichgewicht im Mittelfeld bei den Grünas. Rodriguez, Di Giusto. Nimmt Diaby mit. Immer noch Di Giusto. Behält Übersicht. Gut gespielt. Kanzenbein, Di Giusto. Handspiel wird moniert. Ah, eine tolle Finte gewesen von Matteo Di Giusto. Sein Abschluss dann allerdings geblockt. Leckheim. Rodriguez, Buß. Alle Feldspieler in der Platzhälfte der Genfer drin. Dieses Bild haben wir bisher selten zu sehen bekommen. Dann gar nicht mal so schlecht dieses Foulspiel von Roy Gelmi. So haben alle Winterthur dann auch die nötige Zeit, um wieder hinter den Ball zu verschieben. Denn es kann sehr, sehr schnell gehen, wenn Servette in den Gegenstoß geht. Okay. Hodla. Etwas enttäuschend war ja das Zuschaueraufkommen im ersten Saisonspiel. Aus Sicht der Genfer zu Hause gegen St. Gallen. Keine 5000 Zuschauer kamen hier ins Stadion. Es brauchte wahrscheinlich Titel, Erfolge, damit Servette wieder so richtig beliebt wird. Da ist ein absoluter Traditionsverein, aber vergleicht man Servette FC mit Verein in der Deutschschweiz, da hält sich dann das Zuschaueraufkommen schon ziemlich in Grenzen. Schmid löst das ausgezeichnet gegen Stevanovic. Rodriguez. Giusto verliert den Ball. Konya. Noch einmal angespielt, schafft es dann allerdings nicht, den Ball mitzunehmen.
Da war schon ein Foulspiel an Ronny Rodelin. Rote da. Getroffen. Weil Schmid etwas zu spät gekommen ist. Servet blieb in Ballbesitz und so wurde der Vorteil laufen gelassen. Einsteigen wird dann auch gleich mit Gelb bestraft. Dieses Tackling von Francisco Rodriguez. Kommt da von hinten. Aber diesen Einsatz will Bruno Berner schon sehen. Keinen Ball herschenken. Hat es hier allerdings etwas übertrieben und nun gibt es diese Standardsituation. Alle kopfballstarken Spieler sind aufgerückt. Erwarten diesen Ball zur Mitte von Stevanovic. Flücke, Schuss geblockt von Lekai. Heute gegenüber dem Rhône Derby wieder zurückgekehrt in die Startelf. Hat davon profitieren können, dass Rodelin eine Position nach vorne gezogen wurde. Ja, und morgen diesen Kracher, den gibt es zu sehen bei uns auf Blue Sport, der FC Basel zu Hause im St. Jakob Park im Einsatz gegen die Berner Young Boys. Ein absolutes Must-See-Game, ich sag's mal so, für jeden Fußball-verrückten Fan. Ein absoluter Leckerbiss. Diaby. Gantenbein. Übrigens auch mit einer guten Leistung versucht, immer wieder hochzustehen, auch in der gegnerischen Platzhälfte. Das gleiche gilt für Diaby. Versuchen so jeweils Stevanovic und Flücke ein bisschen zurückzubinden. Also taktisch scheint mir da Bruno Berner sein Team richtig gut eingestellt zu haben. Beide Teams werden etwas Positives mitnehmen können. Auch die Servetiens hinten fast nichts zugelassen. Vorne muss mehr kommen. Die Winterthurer stehen defensiv einigermaßen solide. Nach vorne. Könnte noch ein bisschen mehr kommen, um zur ersten richtig dicken Tormöglichkeit zu kommen. Stevanovic. Abedini dazwischen.
nächste Ecke für die Genfer, die dritte in diesem Spiel. Will ich sagen, Labedini hat sie verursacht, er hat geklärt zur dritten Ecke. Labedini heute ja in der Startelf in den letzten beiden Partien jemals noch eingewechselt worden. Flücke. Wieselflink, Servets Mann mit der Nummer 7. Auch technisch beschlagen. So ist es nur logisch, dass er mit seiner Körpergröße nicht wirklich zu den kopfballstarken Spielern gehört. Stevanovic. Ja, interessantes Duell gegen Diaby. Dulin. Gleich tauchen wir ein in die letzten beiden Spielminuten regulär in dieser ersten Halbzeit. Nach wie vor warten wir auf den ersten Treffer. 0:0 steht es zwischen Servette und Winterthur. Richtung Rodelin. Stevanovic. Da hat Diaby etwas gepennt. Nur so dieser Ball möglich geworden. Servette holt sich den Ball zurück für kurze Zeit. Denn Ramisi gewinnt vorerst das Duell der beiden Nummer 8. Dann wird es Abschluss geben. Nein, Ecke für die Genfer. Wird das große Ziel sein, für den FC Winterthur mit diesem 0:0 in die Pause zu kommen? Es könnte in Kürze noch einmal brenzlig, gefährlich werden. Im 16er der Gäste. Der Kipflücke. Stevanovic. Und dann steht Pflücke im Abseits. 2 Minuten werden nachgespielt, angezeigt unten an der Seitenlinie von Wladimir Ovtcharov. Und hier genau richtig entschieden von Pascal Hirzel, hat da genau hingeschaut. Haben überhaupt keine Probleme mit der Leitung dieser Partie bisher, die Unparteiischen. Sévrin. Ah, und aktiv an der Seitenlinie Bruno Berner hat angezeigt, sobald der Ball in die Nähe von Stevanovic kommt, dann
muss Druck aufgesetzt werden. Und das war ein heftiger Zusammenprall. Bleibt zu hoffen, dass sich da Schmid nicht ernsthafter wehgetan hat. Keine Absicht natürlich von Fayulu, wenn er rauskommt, sich den Ball greift. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das hat schon ziemlich gekracht. Völlig unvorbereitet, prallt dann auch noch heftig auf den Rasen. Solche Bilder wollen wir nicht sehen. Natürlich auch bangende Blicke an der Seitlinie. Gut möglich, dass dies auch die letzte Situation der ersten Halbzeit gewesen sein wird. Also, die Trage muss her. Scheint, als würde es nicht weitergehen. Wir dürfen gespannt sein, ob Janik Schmid dann für die zweite Halbzeit es noch einmal probieren wird. Ärgerlich natürlich auch für den FC Winterthur. Die Verteidigung, die gut zusammengehalten hat, zeigte sich als sehr kompakt und solide. Sollte es denn nicht mehr weitergehen? Ja? Gut möglich, dass auch Coach Berner erst einmal die Pause abwarten wird. Aber es reicht für Janik Schmid, sich rechtzeitig zu erholen. Ja. Lässt man Vorsicht walten, also das Zeichen, wenn ich es richtig gedeutet habe, auch unten noch einmal zu sehen, es muss also gewechselt werden. Hiobs Botschaft für den FC Winterthur kurz vor dem Pausenpfiff und natürlich gute Genesung, gute Besserung an die Adresse von Janik Schmid. So, das war's vom ersten Durchgang. Etwas über der Zeit. 0:0 steht es nach 45 Minuten zwischen Servet FC und dem FC Winterthur. Aus meiner Sicht der FC Winterthur richtig gut im Spiel, weil man eben schon gut ins Spiel reingefunden hat. Es waren nicht dauerhafte Angriffe der Genfer, die man da abwehren musste. Man hat sich dann und wann auch in der Offensive gezeigt. So richtig gefährlich vor Jeremy Frick ist es allerdings noch nicht geworden. Servet seinerseits hatte noch nicht die vielen Möglichkeiten, um da Timothy Fayulu in Bedrängnis zu bringen. Da muss vor allem mehr Tempo her. Mal ein Geniestreich, mal ein Doppelpass, wie man es auf der rechten Seite des Öfteren versucht hat, um eben diese kompakte Abwehr ins Bröckeln zu bringen. Ich auf jeden Fall bin des guten Mutes, dass wir heute noch den einen oder anderen Treffer zu sehen bekommen. So, wir geben nach unten, denn wir haben ein Interview bereit. Bitte schön. Granit Lekai 0:0 zur Pause. Der Matchplan für den FC Winterthur geht bis jetzt ganz gut auf. Wie zufrieden seid ihr mit der ersten Halbzeit? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben praktisch keine Chance zulassen. In der zweiten Halbzeit wollen wir schauen, dass wir offensiv noch etwas mehr machen. Das entsprechend es geht an. Defensiv sehr solid, offensiv darf noch etwas mehr kommen. Wenn man den Match gewinnen will, muss man offensiv noch etwas bieten. Was nehmt ihr euch vor? Ja, wir werden mal schauen, was der Trainer sagt. Wir werden sicher probieren, ein bisschen höher drauf gehen und so dann unsere Chancen rausspielen. Danke, gute Erholung. Die Credit Suisse Super League auf Blue wird Ihnen präsentiert von Credit Suisse, Sporttipp, LG und unterstützt von Swisscom.
0-0 steht in Genf zwischen Servette und dem Aufsteiger Winterthur. Das 0 bei Winterthur, ich glaube, das darf durchaus als Erfolg gewertet werden, weil man hat ja im Vorfeld verlauten. Das ist jetzt vorerst mal das Ziel, dass wir defensiv stabiler stehen. Und das haben sie von den ersten Minuten an klar gezeigt. Und es ist völlig veränderte Defensive, die Winterthur war. Nicht nur personell, sondern auch von der Einstellung her. Und darum ist ja nur eine wirkliche Chance entstanden auf Seite von Servette, die wir uns anschauen. Oder? Das ist die vom Pflücken, der Abschluss, den es geht in der 23. Minute, wo sich ohne Fayulu das erste Mal auszählen kann. Ja, zeigt er, dass die Wechsel, die personellen Wechsel, die er gemacht hat, dass die bis jetzt alle zusammen richtig gut aufgegangen sind. Wir sehen es nachher sicher auch mit dem Gant dabei, der ein gutes Spiel spielt. Und der Fayulu natürlich, der sich da auch das erste Mal auszeichnen kann. Servette, sehr engmaschig. Wir sehen also da schon das erste Mal oder mit diesen vielen weissen Spielern, also, wo einfach wie aus den Fehlern gelernt haben gegen Lugano oder müssen lernen, oder? Und auch die Körperhaltung und wie sie daran hergehen und wie sie im Spiel drin sind. Das ist, sie helfen einander. Man sieht auch immer schön die 5er-3er-Linie, die sie haben, zum Absichern. Und bei Servette ist es einfach so, sie kommen eigentlich gar nicht über die zwei Linien rein, weil ihnen die Idee fehlt, was ich eigentlich mir ein bisschen erhofft habe, vom Stevanovic und auch vom Pflücken vielleicht ein bisschen, das fehlt. Und diese Ideen brauchen sie, dass man so eine gute Defensive, wie sie jetzt heute aufgestellt ist, eine, die jetzt ja wirklich am Bruno Berner gleicht, sage ich, dass die kannst du überwinden. Also bist du eher ein bisschen enttäuscht von Servette, weil sie wie aufgrund von der Spielhoheit, die sie haben, nicht wirklich Ideen entwickeln? Ja, vielleicht enttäuscht von mir, weil ich ja, du hast 3-0 getippt, übrigens. Nein, aber ich habe Stevanovic einfach viel mehr zutraut. Das sind so seine Spiele, wo du etwas Besonderes brauchst. Und das habe ich vorhin noch nicht gesehen. Und beim Pflücken habe ich nicht so viel gesehen, aber da habe ich einfach das Gefühl, das könnte er auch. Etwas. Aber nein, andererseits muss ich sagen, Hochachtung von Winterthur. Also die haben ihre Aufgabe unter der Woche wirklich richtig, richtig gemacht. Und die haben die Lehre daraus gezogen aus dem letzten Spiel. Ich bin mir sicher, dass sie anders werden auftreten. Aber dass sie das so drin haben und jetzt so stabil stehen, da ziehe ich den Hut. Aufgaben gemacht haben wir auch. Wir haben ja angeschaut, was jetzt genau anders ist. Einerseits Verhalten, aber natürlich auch der taktische Verbund. Ja, genau. Ich weiss nicht, welche Szene. Dass man wir schauen sieht. Sicher zuerst das Verhalten vom ganzen Bein an. Vom ganzen Bein. Wo eben, wie gesagt, ist die Mannschaft gekommen, ganz gut reingekommen. Und jetzt wieder den Blickwinkel hat. Er hat den Pflücker im Griff. Im rechten Moment schaut er wieder auf den Ball, kann den Ball abfangen. Also sie gehen das mal mit den Spielern immer mit. Du hast gar keine Chance, dass du mal ein Loch ausnutzen kannst. Und eben, das ist ja anders, oder? Zuerst der Blick Richtung Ball, dann Gegenspieler, wie man es lernt. Und dann wieder Ball, aber er weiß nicht, wie es läuft. Und das ist ja, letztes Mal hat man es häufig hinten dran vergessen. Hast du nie gesehen, dass, so sind sie nicht mehr weggelaufen. Hast du da nicht gesehen. Und dann die zwei Linien, die einfach nicht überwindbar sind. Die sind wirklich auch, die haben wir da herrlich im Bild. Jetzt sieht man es da. 5, also 3er-Abwehr, die zu 5 umfunktioniert werden. Aber dann auch die 3. Das ist der Abedini, der im Zentrum, in der Mitte steht, der das Eimer schön zusammenhält. Hat für mich auch ganz eine ganz gute Halbzeit gespielt. Man kommt da eigentlich nur so zu Abschluss, durch einen Schuss, den man dort probiert. Man kann sich keine Chancen ausspielen, weil man eben sieht, auch die 5, die 3, die stehen gut, die verschieben miteinander. Und Servette kann die Linie nicht überqueren. Es ist enorm schwierig für Servette, aber es ist natürlich eine grosse Hiobsbotschaft, die Verletzung von Yannick Schmid. Oder von diesen 3 war er natürlich eher der Zentral. Wir haben uns jetzt vorher schon kurz darüber austauscht, was hat er für Möglichkeiten, irgendwo sinnvoll jetzt die Köttinnen, die gut funktionieren, aufzulösen, wäre es ja nicht. Also er hat das Auswechseln angezeigt und es ist wahrscheinlich so, ich hoffe wirklich immer noch fest, verwindet du das vielleicht eine Schnellheilung oder so etwas, weil es ist wirklich richtig schade. Es tut einem selber weh, wenn du siehst, wie jetzt das funktioniert hat. Und Bruno Werner kennt natürlich seine Mannschaft viel besser als wir zwei. Ja. Aber es ist jetzt wirklich schwierig, was machst du jetzt? Das funktioniert. Was hast du? Du hast eigentlich nur die Aussenverteidiger noch auf der Bank aussen. Ich würde es nicht gross verschieben. Ich glaube, ich würde den Abedini hindern nehmen, auch wenn er das ganz gut gemacht hat. Aber dass das mit diesen 3 einfach weiter so kannst ziehen und dann kannst du Arnold ins Zentrum stellen. Ich glaube, ich würde es so versuchen.
vor allem versuchen, weil es eben wirklich funktioniert hat, auch wenn wir das mal noch mit der Grafik untermauern können, wo man sieht, wie die Gefahr ausgegangen ist von Servet. Oder sehen wir die Heatmap von Servet, also wo sie ihre Ballaktionen hatten. Und man sieht einfach, das letzte Drittel ist einfach nichts. Nein, sie kommen nicht, eben noch einmal. Klar, es fehlen die Ideen, aber man muss schon auch sagen, Winterthur steht einfach wirklich unheimlich gut in dieser Defensive. Die Frage ist jetzt einfach, was machst du, wenn wir bei Winterthur bleiben? Nimmst du das mit und sagst, hey, der Fokus war zu Null spielen das erste Mal in dieser Saison unbedingt. Nimmst du das Unentschieden mit oder sagst, hey, wie der Granit Lek gesagt hat, vielleicht versuchen wir ja schon noch ein bisschen offensiver zu stehen? Ich weiss nicht, ob das... Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich, klar, ich wollte immer den Sieg und du willst immer auf den Sieg spielen. Aber ich sage nach dem Dämpfer, den sie gegen Lugano hatten, du bist auswärts bei einem spielstarken Servet, hast du jetzt wirklich gut gemacht. Also ich würde jetzt weiterhin zuerst mal auf die Defensive schauen. Das heisst ja nicht, dass der gleich mal einen Konter könnte reinfahren. Aber zu viel Risiko würde ich also nicht mitnehmen. Wenn es den Punkt am Schluss mitnehmen könnte, dann tut er ihn sehr, sehr gut und dann hilft ihm sehr viel weiter. Was machen wir mit Servet? Die grosse Frage. Oder? Ich meine, sie hat das Spiel im Griff, sie hat viel mehr den Ball, sie kommen bis zum letzten Drittel, aber dort ist einfach fertig. Du kannst ihnen nicht mal vorwerfen, dass sie schlecht würden spielen oder schlechte Leistung würden. Nein, überhaupt nicht. Sie sind eigentlich, ich sage, die zündenden Ideen, das ist immer schwierig, eben gegen so Mannschaften. Und dann brauchst du eben außergewöhnliche Spiele, so wie wir es jetzt auch gesagt haben. Also im Grunde genommen, das ist eigentlich verrückt, aber als Servet kannst du nur hoffen, dass halt einer von ihnen in der Kreativabteilung wirklich mal noch eine zündende Idee hat, wie er das Ganze mal aushebeln kann. Die stehenden Bälle haben sie nicht so schlecht geschossen. Das ist noch eine Möglichkeit. Aber das ist das Rezept, das du irgendwo noch hättest. Oder du musst so viel Druck aufbauen, dass es irgendwann einfach die Winterthurer Defensive verjagt. Das haben sie vielleicht nicht ganz so gemacht. Ja. Ich hatte nicht einmal so sehr das Gefühl, dass der Druck gefällt. Du hättest zwischendrin ein bisschen schneller spielen können, klar. Aber wir haben es ja gesehen, sie sind etwa die mit 8 in der Defensive gestanden. Das ist, du nimmst so natürlich auch immer das Tempo raus. Sie sind erst hinter der Mittellinie angreifen. Also du kannst gar nicht gross aufbauen. Und sie haben eben die Laufwege, haben sie einmal sehr gut zugemacht, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben, wie Blickkontakt schon anders sind. Also es ist wirklich schwierig für Servet. Und für mich bleibt nur der stehende Ball oder eben eine verrückte Idee von Stefanovic. Vielleicht haben sie ja noch eine Idee. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Wir gehen nämlich schnell in die Werbung. Egal wo, egal wann, egal mit wem. Zwei Teams. 90 Minuten. 180 Wetten. Deine Chance. Jetzt wetten und den Schweizer Sport unterstützen mit Sporttipp. Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist? Es gibt Hilfe. Anonym und kostenfrei. Schoki, immer überall. In Tex Schoki Fondue. Egal wo, egal wann, egal mit wem.
haben zwei große Titel in der Tasche. Die Champions League und die Europa League. Und nun treffen die Giganten aufeinander. Real Madrid gegen Frankfurt. Am Mittwoch ab 20.30 Uhr. Live im Free TV auf Blue Zoom. Der UEFA Supercup auf Blue Sport wird Ihnen präsentiert von Just Eat und Oppo. Offizielle Sponsoren des UEFA Supercup. Die Credit Suisse Super League auf Blue wird Ihnen präsentiert von Credit Suisse, Sporttipp, LG und unterstützt von Swisscom. 0:0 steht es im frühen Samstagabendspiel zwischen Servette und Winterthur. Idee sind gefragt auf Seite der Genfer, der Winterthur Defensivverbund, wie verändert im Vergleich zum letzten Spiel und hervorragend organisiert. Sie hätten durchaus einen mit Ideen unter einem guten stehenden Ball, nämlich der Castriot Imeri. Nach wie vor da und trotzdem möchte er irgendwie weg. Was ist eigentlich Sache in der Causa Imeri? Wir haben nachgefragt, und zwar beim Präsident, beim Didier Fischer. Also, Imeri fait partie du club aujourd'hui. Il y a eu au début de l'été passablement de mouvements autour de son départ. Nous, on est dans l'attente de ce que ses agents et le joueur décident. Donc, il s'entraîne, il est dans le groupe, et il est là, il est payé par le club, c'est un employé. Mais on n'est pas au clair encore, est-ce qu'il va partir ou pas? Moi, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous auriez une préférence en tant que président, le voir encore sur ce terrain ou voir beaucoup d'argent dans les caisses? Quand on est président, on doit surtout penser à ceux qui font le spectacle et aux joueurs. Je serais ravi que Castriot Imeri confirme par un beau transfert son talent. Si ce n'est pas le cas, je serais ravi de l'avoir avec son talent et ses compétences sur le terrain. Je dois penser aux joueurs. Ja, die Situation. Also, er ist nicht krank oder verletzt. Er sagt ganz klar, er ist da. Er ist Spieler von Servette. Er trainiert mit, er ist fit. Aber er wüsste nicht, was der Imeri und sein Berater in dem Sinn, ob sie wegwollen. Und er sagt dann auch, ja, aber ob er nach dem ganzen Techtelmechtel noch Bock hätte, da zu spielen. Er sagt, ja, wenn er weggeht, mag er ihm es gönnen. Ja. Und sonst darf er hier noch spielen, oder? Für mich echt unverständlich. Der Spieler ist zahlt vom Club. Der ist fit. Er hilft ihnen, würde ihnen sehr, sehr viel helfen, gerade heute. Da hast du einfach zu spielen. Also das gibt es nicht. Da hockst du mit dem Berater, mit dem Spieler an den Tisch her und da diskutierst du, aber bis du die Lösung hast. Aber entweder ist er gerade weg oder dann ist er auf dem Spielfeld. Und dann wäre er hier dabei, auch in der zweiten Halbzeit. Ist er aber nicht. Dafür der Stefan Flückiger, euer Kommentator. Viel Vergnügen. So, wir sind zurück im Stade de Genève. 45 Minuten sind gespielt. Tore hat es noch keine gegeben. Dafür er neu auf dem Platz. Tobias Schettin also neu mit dabei, weil es für Yannick Schmid nicht mehr weitergeht. Sei auch kurz weg gewesen. Diese Info habe ich erhalten. Also gute Genesung weiterhin an die Adresse von Yannick Schmid. Und wir werden dann sehen, wo sich Schettin gleich einordnen wird. Wie erwartet, wird es bei dieser Dreierabwehr bleiben. Granit Lekai wird ins Zentrum gehen, der Captain der Eulachstädte. Stefan Horisberger hat soeben Halbzeit 2 freigegeben. Winterthur nun in dieser zweiten Dreiviertelstunde von links nach rechts agiert. Ja, und richtig spannende Pause, die wir da gesehen und gehört haben, und ich kann mich eigentlich nur Freddy Wickel anschließen. Ein Spieler, vor allem mit der Klasse eines Castriot Imeri, der würde Servette eben auch in einem Spiel wie heute extrem weiterhelfen aufgrund seiner Technik, seiner Unberechenbarkeit. Und müssen also die 11 Spieler, die da unten auf dem Platz stehen, Lösungen suchen und finden, um dieses Abwehrbollwerk der Kantonszürcher zu durchbrechen. H.
haben hier den neuen Mann im Bild. Tobias Schettin, dritter Einsatz für den 25-Jährigen in dieser Saison. Kam in den ersten beiden Partien zu Einsatzminuten zuletzt gegen Lugano, saß er 90 Minuten lang auf der Bank. Wird es auch sein zu sehen, wie viel Risiko nimmt Winterthur in dieser zweiten Halbzeit, um offensiv noch etwas gefährlicher zu werden. Das ist dann eben auch eine sehr, sehr schmale Gratwanderung. Wenn man da Servett hinten zu viel Räume, zu viel Platz bietet. Flücke. Wals. Sebrin. Einer der wenigen Momente, wo er wirklich ganz vorne anzutreffen ist, Sebrin. Auch schon sein 162. Spiel an Servette Seitenlinie für Alain Geiger, den 61-Jährigen. Klubintern liegt er damit auf Rang 3. Ujo. Komplett misslungen dieses Zuspiel in Richtung Stevanovic. Der FC Winterthur aus Genfer Sicht in der jüngsten Vergangenheit ja ein gutes Pflaster gewesen. Grönas haben nämlich ihre letzten 5 Spiele gegen den FCW gewinnen können. Konja. Diallo. Sich da gleich mit diesem Fangspiel eingefügt, Tobias Schettin. Hat sich ja seine Sporen vor allem in der Challenge League abverdient. Di Giusto müsste Einwurf geben für Winterthur. War Vujo als letzter am Ball. Aber Dini. Baudelin. Stevanovic. Auch hier hat Kelmi aufgepasst. War kurz auch die Körpersprache auf dem Platz da unten von Konja zu sehen. Der ging von links nach rechts, wurde nicht angespielt. Hat ein bisschen den Kopf gesenkt. Und war auch auf dem Platz. Scheint man mit der Darbietung, der eigenen Darbietung, nicht zufrieden zu sein. Buß hält den Ball noch im Spiel. Kompliment an Bruno Berner. Hat
hat es ja auch vor dem Spiel gesagt, trotz den beiden Niederlagen, nicht alles war schlecht. Wir müssen versuchen, an diesen kleinen Details zu arbeiten. Und vor allem muss das Team eben auch mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen auf dem Platz stehen. Das tut sie heute. Stevanović. Vals. Servet hat schon jetzt mehr Pässe gespielt als sonst. Durchschnittlich über 90 Minuten in dieser Saison. Nun geht es also für die Genfer noch darum, mit diesem Ballbesitz etwas anzufangen. Pflücke. Hodlin. Stark verteidigt von Lekai, der Schubser genau im richtigen Moment, um da Hodler so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ronny Hodler, der Routinier. Über 200 Spiele in der höchsten französischen Liga absolviert. Sein Name bekannt, seinen Titel hatte während seiner langen Karriere allerdings noch nicht gewinnen können. Da wurde anspielen, war nicht möglich. Dann noch im Abseits gestanden. Jetzt am Ball. Vals. Auch Abedini gleich wieder zur Stelle, denn Vals, der kann abziehen aus der Distanz. Verfügt durchaus über einen guten Abschluss aus der zweiten Reihe. Diaby. Schettin. Timothy Fayulu hatte nun die besseren Karten als Bukay, weil er noch keinen Gegentreffer erhalten hat. Zu wenig aussagekräftig. Aber hat gehalten, was es zu halten gab bisher. Gantenbein. Und dann Diallo. Kam Diaby angebrast. Er müht sich ab. Roman Buhs versucht da immer wieder als Erster ein Pressing aufzuziehen. Hatte auch noch nicht viele Bälle, um da sich gefährlich in Szene zu setzen. Aber arbeitet richtig, richtig viel. Der Erste, wie es immer so schön heißt, der eben nach hinten arbeitet. Rodriguez. Bedini. Giusto. Gelmi. Winterthur versucht sich da in den 16er hinein zu kombinieren. Das gelingt allerdings nicht. Adrian Gantenbein das Bein stehen lassen.
25-jähriger gebürtiger Winterthurer. Hat im letzten Jahr immerhin 5 Länderspiele für die U21 der Schweiz bestritten. Also durchaus ein Talent, ein Perspektivspieler auch für die Zukunft. Gute Idee gewesen von Moussa Diallo. Bisschen zu hoch angesetzt, dieser Chip. Somit unerreichbar für Rodelin. Aber das hätte gefährlich werden können. Das war dann eben so ein überraschender Moment in diesem Spiel. Auf solche sind die Genfer angewiesen. Spiel an Di Giusto. Aber es gibt Einwurf. Er hat sich da versucht, heute mit seinem 38. Spiel in der Super League, Matteo Di Giusto. 34 waren es für Vaduz. Das erste besteht er damals 1920 für den FCZ. Stevanovic, Fayulu wird benötigt bei dieser Hereingabe. Geht da gut dazwischen. Stark auch dieser Ball ins Zentrum von Stevanovic. War auch ordentlich Schmackes dahinter. Pflücke, Konya. Sucht da, findet auch Rodelin, bringt dann zu wenig Druck hinter diesen Kopfball. Wurde da im entscheidenden Moment auch noch bedrängt. Ja, hier noch einmal diese Aktion zu sehen, ging Fayulu auf Nummer sicher. Denn da wäre Pflücke bereit gewesen, um diesen Ball über die Linie zu drücken. Viertelstunde bereits wieder gespielt in dieser zweiten Halbzeit. Vinti nimmt die Zeit von der Uhr, ohne Gefahr zu laufen, große Gefahr zu laufen, hier einen Gegentreffer zu erhalten. Das tut Servet auch nicht. Das Spiel hält sich mehrheitlich im Mittelfeld auf. Unten wird gewechselt. Doppelwechsel beim Heimteam. Theo Walz und Ronny Rodelin werden das Spielfeld verlassen. Neu mit dabei. Dann gleich Alexis Antunes und Boubacar Fofana.
beides Spieler eher für die Offensive ausgerichtet, vor allem auch Fofana. Beide sollen, so denke ich mal, neuen Wind, neuen Schwung in die Genfer Offensive hineinbringen. Easy. Di Giusto. Kantenbein. Nächste Ecke für Winterthur. Zweite Ecke in diesem Spiel. Immer noch die Möglichkeit, zum dritten Mal zu Null zu spielen. Jeremy Frick hatte heute allerdings auch deutlich weniger zu tun als in Basel oder im Tourbillon. Auch sein Team wird dann gleich wechseln. Hinten die 14 zu sehen, Thibaut Corba. Der sich da noch die letzten Instruktionen abgeholt hat und dann gleich auf den Platz kommen wird. Raus geht Matteo Di Giusto. Zweiter Wechsel beim FC Winterthur nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Yannick Schmid. Muss Jeremy Frick den ersten Ball halten? Dann sieht er sich mit dem ersten Schuss auf seinen Kasten konfrontiert. Noch ist Winterthur harmlos geblieben in der gegnerischen Box. Aber das kann sich dann eben auch schnell ändern. Auf beiden Seiten. Schettin. Diaby. Kantenbein hat da den Ball nicht zu 100% getroffen. Flücke. Und auch hier Rekai dazwischen. Stand in der Mitte Antunes kurzzeitig alleine. Heute fehlerlose Partie von Granit Leka. Und seinen Abwehrkollegen. Die Fans, die geben noch einmal richtig Gas. Stimmung auch etwas abgekühlt. Nun könnte es die nächste Möglichkeit geben. Antunes. Flücke. Mit dem Außenrest und dann keine Probleme für Fayulu. Hatte auch Lecker ein bisschen Glück, als er da rein getackelt ist. Dass er da Antunes nicht getroffen hat. Kantenbein. Kommt noch einmal an den Ball.
Koch war mittlerweile auf dem Platz. Stand ein Offside, konnte nicht angespielt werden. So kriegt Servet diese Situation geklärt. Noch nicht das Spiel von Timote Konya. Rodriguez. Corba. Ramisi. Zu nahe an den Kasten von Frick gezogen. Der das Spiel schnell macht in Richtung Fofana. Fofana legt sich dann den Ball etwas zu weit vor. Hofft, dass er in dieser Saison verletzungsfrei durchkommt. Boubacar Fofana hatte ja großes Pech in der letzten Saison. Mehrere Monate out gewesen wegen einem Kreuzbandriss. So sitzt Dimitri Oberlin weiterhin erst einmal auf der Bank. Scheint da noch nicht allzu hoch im Kurs zu sein bei Coach Anna Geiger. Auch hier Stevanovic, der versucht hat, ein bisschen Tempo reinzubringen. Die Temperaturen immer noch hoch. Also wir dürfen auch gespannt sein, reichen die Kräfte vor allem bei Winterthur. Kostet dann auch viel Kraft, wenn man immer die Wege zuschließen muss. Mit Fofana doch ein sehr agiles Element mittlerweile bei Servet vorne auf dem Platz. Lücke, Schuss gelockt von Lekai. Ujo. Unterbricht Referee Stefan Horisberge die Partie, weil Granit Lekai, der Captain, liegen geblieben ist. Stefan Horisberger, der heutige Schiedsrichter, der pfiff übrigens 2019 sein erstes Super League-Spiel. Damals schon mit Servet-Beteiligung. Im Gegensatz zu Schmid scheint es auf den ersten Blick bei Lekai weiterzugehen. Hier noch einmal dieser Shotblock zu sehen. Und das kann dann eben schon wehtun. Zudem gibt es auch noch eine schöpferische Erholungspause. Also bei Granit Lekai wird dann gleich weitergehen im Zentrum dieser Dreierabwehr an der Seite von Gelmi und Cetin. Fofana. Diallo hält den Ball noch im Spiel. Das nächste Raunen, welches hier durch das Stade de Genève zieht. Dritter Wechsel bei Winterthur. Roman Buss wird durch Neftali Manzambi ersetzt. Dritte Einwechslung für Manzambi in dieser Saison. Zuletzt gegen Lugano kam er während 90 Minuten nicht zum Einsatz. Ich denke auch Bruno Berner, der findet für die Leistung von Buss auch nur lobende Worte. Da war wahrscheinlich der Tank auch ein bisschen leer.
Somit die Auswechslung knapp 20 Minuten vor Ende des Spiels. Ramisi. Hat ein bisschen ein Foul von Sévrin, war es aber nicht. Ansambi, fair vom Ball getrennt. Weiterhin Pflücke wie auch Stevanovic. Jeweils weit hinten in der eigenen Platzhälfte zu sehen. So dauert es dann immer ein paar Sekunden, bis sie jeweils wieder vorne anzutreffen sind, anspielbar sind. Korba. Oje. Fofana natürlich gegen Gelmi wie auch gegen Lekai Geschwindigkeitsvorteile. Spieler mit unglaublichem Potenzial, dieser Boubacar Fofana. Manchmal noch etwas ballverliebt. Auch er ein ganz junger, wobei 23. Flüssig gespielt, One-Touch-Fußball, Mansambi versucht abzuziehen, holt immerhin den nächsten Eckball heraus. Ich habe ja über das Risiko gesprochen, das gleiche gilt natürlich auch für die Genfer. Wie viel Risiko gehen die Kallenstädter ein, um den Sieg, den Heimsieg zu suchen? Dann vielleicht allenfalls die Defensive etwas zu vernachlässigen. Nächste Ecke gewinnt sie durch Rodriguez. Sicher Jeremy Frick. Antunes. Wird da zurückgehalten und das muss dann auch gelb geben gegen Gelmi. Hier dieser Trikotzupfer, nicht jedes Trikotziehen wird mit Gelb bestraft, aber ein solches dann eben schon, wenn es rein darum geht, dem Spiel das Tempo rauszunehmen, den Spieler zu fallen. Auch hier die richtige Entscheidung gefällt von Stefan Horisberger. Sévrin. Wir werden soeben Zeuge, tauchen gemeinsam ein in die Schlussviertelstunde dieser Partie. Was geht da noch? Jetzt dieses Foul, alles in allem auch nicht das Spiel, das überhart geführt wurde bis jetzt.
So soll es auch bleiben. Severin. Konya. Gelmi hat die Absicht erkannt. Sollte erneut Fofana angespielt werden. Also seit der Einwechslung von Boubacar Fofana hat man so ein bisschen das Gefühl, als sei er schon 30 Mal angespielt worden. Hochbar bringt den Ball noch zur Mitte. Chance für Ramisi, weiter nach links zu verlagern. Ramisi. Hätte Diaby vielleicht selber den Abschluss nehmen können, etwas mutiger sein können in dieser Szene. Hat dann aufgelegt für Ramisi. Am Schluss geht Diallo dazwischen. Die Leistung heute ein Schritt definitiv in die richtige Richtung. Aus Sicht von Bruno Berner stellt sich nur noch die Frage, gibt es einen, drei oder keinen Punkt, den man mitnehmen kann auf die Rückreise, auf die längste Rückreise in dieser Super League-Saison. Rodriguez ausgeglitten. Antunes, Pflücke unten ganz alleine. Fofana wird angespielt. Und Fayulu im Glück. Pflücke hat den Kasten vor sich. Pflücke, was ist das denn? Das muss man besser zu Ende spielen. Eine Riesenmöglichkeit für die Genfer. Da kann geschehen, den Ball nicht richtig getroffen. Der Mut von Fayulu aufgegangen. Eine Sekunde später und der Ball wäre vorbei gewesen. Oder er hätte vielleicht rot gesehen. So, genau im richtigen Moment rausgestürmt. Timothy Bruce Fayulu, wie er heißt, mit vollem Namen. Kein Offside, Gantenbein hält, hebt es unten auf und dann Diaby auch im Glück, denn das war eine Vorlage. Hätte Pflücke den Ball auf Stevanovic spielen können, wobei er hatte ja das Tor vor sich, das freie, das verwaiste Tor, sein Abschluss dann ungenügend. Nichtsdestotrotz, der Mann auf Linksaußen, Patrick Pflücke, auch heute einer der Aktiveren bei den Genfern. Gantenbein. Kein Foulspiel von Severin. Hat sich da zu leicht fallen lassen. Auch keinen schlechten Part heute als Linksverteidiger Johan Severin. Fofana und nun zeigt Stefan Horisberger auf den Punkt. Penalty für Servet. Gelbe Karte wegen Reklamierens an die Adresse von Granit Lekai. Ich bin dann mal gespannt auf die Verlangsamung. Hat wirklich frischen Wind reingebracht, ja. Wird da leicht, wirklich leicht zurückgehalten. Wobei man sagen muss, Fofana wäre vorbei. Mal so für mich keine klare Fehlentscheidung und so dürfte sich dann der VAR einschalten, Fragezeichen ja oder nein. Stefan Horisberger hat da richtig schnell auf den Punkt gezeigt und es gibt den Penalty-Check, der wird bestätigt. Also das Duell Pflücke gegen Fayulu, Riesenmöglichkeit für die Servetiens, um auf 1-0 zu stellen.
Flücke versenkt. Den Ball eiskalt. Schickt Fayulu in die falsche Ecke. 1:0 für das Heimteam. Torschütze Patrick Flücke, der erste Treffer für Flücke im Servette-Trikot. Lässt sich da nicht zweimal bitten, und wenn es bei Genf, bei Servette aus dem Spiel heraus nicht funktioniert, muss ein Penalty her, um die Kallenstädter mit 1:0 in Führung zu bringen. Wenige Minuten zuvor versemmelt er eine Riesenmöglichkeit, zeigt sich dann cool vom Penaltypunkt aus. Nun bin ich mal gespannt, was kann Winterthur noch dagegen setzen. In diesen restlichen 8 Minuten regulär wird dann auch die ein oder andere Nachspielminute hinzukommen. Zeit bleibt also noch genug auf der Uhr für das Team von Bruno Berner. Auch Sascha Käfer in Volkertwil, der heutige Videoassistent Referee, kurz über diese Szene geschaut. Schon so ein bisschen aus dem Nichts herausgefallen, diese Führung. Klar, Genf hatte mehr Ballbesitz, die Genfer. 100%ige Torchancen gab es aber nicht im Minutentakt zu sehen. Stevanovic. Diallo. Konya. Doppelpass mit Gornia. Am Schluss, das war der eine zu viel. Die Fahne geht aber nach oben. War eine Abseitsposition von Moussa Diallo. Angezeigt von Didier Dupri. Er stand auf der gleichen Linie wie Diallo. Diallo allerdings im Abseits. Ihr habt es gesehen, Doppelwechsel beim FC Winterthur. Samuel Balle und Florian Camperi. Für diese Schlussphase bei Vinti neu mit dabei. Dann hier Florian Camperi. Den Platz verlassen. Dann Suleiman Diaby. Und auch Francisco Rodriguez wurde ausgewechselt. Somit das Auswechselkontingent erschöpft. Die Spieler, die unten auf dem Platz stehen müssen, versuchen hier noch das Unentschieden zu holen. Er hat gelb gesehen, hat sich da etwas zu viel Zeit gelassen, Jeremy Frick. Und falls ihr mal etwas verpasst, nicht gesehen habt, alle Video-Highlights, Interviews und alle Stories natürlich bei uns zu sehen auf bluenews.ch/cssl. Thank you.
konnte Servet tatsächlich dieses Spiel am Schluss für sich entscheiden können. Dann wären es auch schon die Punkte 6, 7 und 8 in dieser Saison. Balle. Ah, kommt da vorbei. Richtig toll gemacht von Samuel Balle. Und dann der Schuss aus der Distanz von Roy Gelmi. Kleiner Nachtrag noch zum 0-2 aus Winterthurer Sicht. Das war dann eben auch schon der zweite Penalty in dieser Saison. Den einen den Nazia gegeben im letzten Spiel gegen den FC Lugano. Auch Andreas Mösli logischerweise mit dabei. Wird mitfiebern, mitleiden da oben auf der Tribüne und hoffen, dass seine FC Winterthur hier noch zum Ausgleich kommt. Die Genfer Fans im Stadion und natürlich auch zu Hause an den TV-Geräten, die hoffen, dass ihre Lieblinge diese Führung über die restlichen Minuten bringen. Stevanovic. Konja. Antunes. Antunes. Starke Aktion von beiden, von Alexis Antunes wie auch von Timothy Fayulu. Der hätte wahrscheinlich gepasst, dieser Schlenzer. Kameraperspektive dann gut zu sehen. Ja, wäre wahrscheinlich am Kasten vorbeigezogen. Trotzdem nächste gute Rettungstat. Geraten diese Ecke. Manzambi liegen geblieben, wurde da getroffen. Die Zuschauerzahl wurde mittlerweile bekannt gegeben. 4.624 Fußballfans sind heute Abend an diesem frühen Samstagabend ins Stade de Genève gekommen, um sich diese Partie anzuschauen. Also noch ein bisschen weniger als beim Season Opener gegen den FC St. Gallen. Circa 150 bis 200 Winterthurer Fans mit dabei. In Genf hofft man, dass eben auch diese Resultate dazu führen, dass der Zuschauerschnitt steigen wird, dass sich auch die Zuschauer wieder etwas mehr für die Genfer interessieren. Ramisi. Minuten werden nachgespielt. 3,5 Minuten Zeit bleibt dem FCW noch, um hier sich hier auf die Tafel zu bringen. Antunes. Er versucht auch noch etwas Zeit von der Uhr zu nehmen.
Miroslav Stevanovic hat Feierabend, wie auch Torschütze Patrick Pflücke. 9 Meter bei die 26 Moritz Bauer. Hier noch einmal der vielleicht goldene Abschluss in diesem Spiel zu sehen. Der verwandelte Elfmeter von ihm hier, von Patrick Pflücke. Sambalele Diba und wie erwähnt Moritz Bauer für die Schlusssequenzen noch auf dem Platz. Erneut sehr unauffällig die Leistung von David Dulin, dem Servetier mit der Nummer 28. Das ist ja dann meistens auch kein schlechtes Zeichen für einen Spieler, der sich auf der 6er Position befindet. Solange Servet sich in der gegnerischen Platzhälfte aufhält, läuft man nicht Gefahr, hinten den Gegentreffer zu kassieren. Bleibt es am Schluss bei diesem doch eher glücklichen Sieg, weil eben ein Penalty die Partie entscheiden würde. Winterthur heute absolut auf Augenhöhe. Bedini. Rekai und Gelmi immer noch hinten anzutreffen, all das volle Risiko gehen die Winterthurer noch nicht ein. Bleibt aber nur noch eine halbe Minute zu spielen. Schettin. Und dann der Kopfballversuch von Palin. Der Blick von Referee Stefan Horisberger auf die Uhr, das dürfte es dann wahrscheinlich gewesen sein. Eine Szene lässt der Unparteiische noch durchgehen. Fast wird da Fayulu von Gelmi typiert. Das war dann auch die letzte Aktion in dieser Partie zwischen Servet FC und dem FC Winterthur. Er reißt die Arme nach oben. Bedeutet meistens nichts Gutes für den Gegner. 1:0 heißt es am Schluss. Patrick Pflücke, 81. Minute vom Punkt aus mit dem einzigen Treffer. Da haben wir den Mann, der das Spiel also entschieden hat. Es war ein Spiel ohne die vielen, vielen Highlights. Winterthur richtig stark unterwegs. Das Team von Bruno Berner richtig toll eingestellt. Man hat Servet kaum Luft gegeben, um zu atmen, sprich Räume. Man hat die Lücken schließen können. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Genfer unglaubliche Mühe, um da gefährlich in die Box zu kommen. Dann kam es zu diesem Foulspiel von Granit Lekai und dem anschließenden Penalty. Also Servet bleibt ungeschlagen, holt sogar noch den nächsten Heimsieg, den zweiten, bleibt oben in der Tabelle dran. Winterthur bleibt nach dieser Niederlage bei diesem einen Punkt, aber die Leistung macht sicherlich Mut und gibt Moral für die kommenden Aufgabe. Und Gratulation an die Genfer, die also mit 1:0 dank ihm hier, dank Patrick Pflücke gewinnen können. Das sei es erst einmal gewesen von meiner Seite. Ich sage Tschüss und Bye-bye. Weiter geht's natürlich im Studio mit allem Wissenswerten. Die Credit Suisse Super League auf Blue wird Ihnen präsentiert von Credit Suisse, Sporttipp, LG und unterstützt von Swisscom.
Servet gewinnt das Spiel, das frühe Samstagabendspiel mit 1-0 gegen Winterthur. Gegen ein Winterthur, das defensiv massiv verbessert auftreten ist. Und schlussendlich ist das die Szene vom Spiel und auch die Geschichte. Nämlich das Foul vom Granit Lekai, wo letztendlich der Fofana zu Fall bringt. Und dann eben der Penalty und das entscheidende Goal entsteht, Freddy. Ja, hat einen leicht zurück und findet keine Berührung statt. Es ist nicht komplett falsch, aber es ist ein harter Penalty. Es ist ein harter Penalty, aber es ist kein Fehlentscheid. Und es tut weh für Winterthur. Muss jetzt wirklich, setzt man am Schluss richtig weh für die Mannschaft, die auch für den Mut, den sie eigentlich in der zweiten Halbzeit haben wollen zeigen, nicht belohnt worden sind. Weil der Mut ist bezeichnend für sie. Ich höre aber gerade, dass wir draussen das erste Interview haben. Hören wir schnell rein. Beim Roy Gelmi, beim Yannick Kessler. Roy Gelmi, der FC Winterthur verliert. Hier war aber auf Augenhöhe mit Servet. Wie fest tut die Niederlage weh? Ja, extrem weh. Einfach, ich glaube, der Aufwand, den wir heute betrieben haben, über das ganze Spiel durch, hat glaub, sicherlich einen Punkt verdient. Und dass wir jetzt am Schluss einen Penalty noch gegen uns bekommen, ist natürlich extrem bitter und tut extrem weh. Ihr habt defensiv verhebt, das ist irgendwie erstaunlich. Ihr habt noch nicht so manchmal in der Dreierabwehr gespielt, ihr habt einen Goalie-Wechsel gehabt, ihr habt in der ersten Halbzeit auch noch den Yannick Schmid verloren. Seid ihr selber auch erstaunt, wie gut es geklappt hat? Nein, das nicht unbedingt. Wir sind auch zu vierten, sind wir, glaube ich, vor allem letzte Saison sehr gut gestanden. Und jetzt mit drei haben wir gewusst, wir müssen einfach kompakt stehen, wir müssen die Räume eng machen. Und ich glaube, das haben wir über das ganze Spiel sehr gut gemacht. Auch als wir nachher den Yannick in der Halbzeit verloren haben, hat das der Schettin sehr gut weitergemacht. Und einfach, es waren nicht nur wir fünf hinein, die das sehr gut gemacht haben. Wir haben auch die vorne gebraucht. Und ich glaube, wir haben als ganzes Team heute eine super defensive Leistung gezeigt. Aber leider hat es nicht gelangt. Defensiv solid, das lässt sich so zusammenfassen. Offensiv vielleicht harmlos. Warum ist es offensiv nicht so ein Feuerwerk gewesen? Ja, wir müssen natürlich extrem viel Aufwand betreiben defensiv. Und auch die vorne, das vorderste vorne laufen extrem viel. Und dann ist vielleicht Pust ein bisschen draussen, wenn wir in Vorwärtsbewegung kommen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben es eigentlich ab und zu gut gemacht. Es hat einfach vorne den letzten Walz gefehlt. Oder auch einfach Genauigkeit im Umschaltspiel. Und da müssen wir uns sicher noch verbessern, dass wir die wenigen Chancen, die wir haben, besser ausspielen, besser ausnutzen. Und dann so auch ein Goal können machen. Danke, Roy Gelmi. Gute Erholung. Der Roy Gelmi spricht es an. Man hat defensiv enorm gut gearbeitet, offensiv nicht wirklich viel. Es hat ganz wenige Szenen gegeben, wo Servet mal zu einer Möglichkeit kommen. Zum Beispiel der 59. war eine. Freddy, aber sonst abgesehen von dieser. Man sieht es vielleicht nachher, dass Winterthur ein bisschen weiter vorne angegriffen hat. Durch das hat es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit mehr gegeben für Servet. Aber eigentlich, wie wir es in der Halbzeit schon gesagt haben, schlussendlich braucht es wahrscheinlich einen stehenden Ball und so ist dann auch rausgekommen. Bist du ein richtiger Profi? Nein. Ja, kennst du mein Resultat? Nein, auf jeden Fall war es genau das Thema. Das ist etwas, das durchaus auch beachtlich war, was dich beeindruckt hat bei Winterthur. Sie haben eine gute erste Halbzeit gespielt, defensiv. Und der Bruno Berner hat in der zweiten Halbzeit gefunden, hey, ein bisschen höher stehen würde uns gut tun, wenn wir es analysieren. Nach einem Spiel, wie du gegen Lugano hast, da gehst du daher, du musst defensiv verheben. Und das macht es hervorragend. Und das passt alles. Und dann hast du den Charakter oder den Mut in der Pause, dass du sagst, wir greifen den Griff vorne an. Wir versuchen es. Das finde ich grandios. Und das sollte ich eigentlich herrlich. Da sieht man, wie Bruno Berner sie vorne schickt. Sie laufen jetzt auch höher an, viel höher. In der ersten Halbzeit sind sie noch in der eigenen Platzhälfte erst gegangen. Und Servet auch jetzt. Jetzt kommen sie eigentlich nur noch raus, denn dass wir versuchen, da lang Ball zu spielen. Und auch da werden schon wieder angelaufen. Also ein ganz anderes Verhalten, viel mehr Mut, viel mehr Risiko genommen. Und Servet hat eigentlich nicht viel mehr Chancen in der ersten Halbzeit. Und da sieht man jetzt auch schön, dass, obwohl sie weiter vorne angreifen, die Organisation noch genau gleich bleibt wie in der ersten Halbzeit. Also die fünf hinten, die drei in der Mitte mit dem Abedini, der absichert zwischen den zwei Linien. Und das trotz dem Ausfall von Yannick Schmid. Also, und da ist man mutig und gesagt, das hätte so gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Das führen wir so weiter.
dass sie nehmen die Schettin in die Mitte, spielt es genau so weiter. Wir hatten noch eine andere Idee gehabt. Wir haben ja gesagt, Bruno Werner kenne ich nicht. Er hat es auch gescheiter gemacht. Und der Abedini hat, sowieso, hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Ja, hätte mich vielleicht auch ein bisschen gefreut, aus dem Mittelfeld wegzunehmen. Ein gutes Spiel gemacht hat der Goalschütz bei den Genfer sehr auffällig gewesen und jetzt draussen im Interview. Patrick Pflücke, Matchwinner von diesem Spiel beim 1-0-Sieg gegen Winterthur. Ich gratuliere Ihnen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Sieg? Ja, der ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Es war wichtig für uns, wieder ungeschlagen zu bleiben. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Start in der Saison hingelegt. Wir haben zweimal auswärts unentschieden gespielt, beide Heimspiele gewonnen. Und das war wichtig für uns und auch wieder zu Null gespielt, was, glaube ich, immer für eine Mannschaft sehr, sehr gut ist. Deswegen können wir sehr zufrieden sein mit dem Gewinn. Sie haben den Elfmeter verwandelt. Vorher hatten Sie schon das 1-0 auf dem Fuß. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Bei der Chance oder bei der Elfmeter? Bei der Chance. Ja, ich wollte ihn mir auf den Rechten legen nochmal. Und dann treffe ich den Ball nicht gut. Ich glaube, der ist kurz vor mir nochmal aufgesprungen oder so. Aber ja, es geht immer weiter. Und ich glaube, zwei Minuten danach gibt es den Elfmeter. Da hatte ich keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Und musste mich auf den Elfmeter fokussieren. Servet hatte Mühe, aus dem Spiel große Chancen zu kreieren. Aus eurer Sicht, Gott sei Dank, kam dieser Elfmeter. Warum war es so schwierig, aus dem Spiel heraus diese Chancen zu kreieren? Wir wussten, dass Winterthur eine Mannschaft ist, die gut verteidigt, gut kompakt verteidigt, mit 5-3-2, mit der Fünferkette. So war es dann schwer, sich durchzukombinieren, weil sie wirklich gar nicht auch vorne angelaufen sind, sondern wirklich auf den Konter gewartet haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, einfach trotzdem das Spiel zu gewinnen, egal an wie im Endeffekt. Danke und gute Erholung. Dankeschön. Ja, die Szene war irgendwie bezeichnend, oder? Zuerst. Also, dort haben wir hier gedacht, also kann ja nicht wahr sein. Er probiert den Lupfer, oder? Was er dort genau machen will. Aber er könnte sich auch noch überlegen, aber es ist gerade alles falsch. Und also der vom Boden, der nimmt man nicht ganz ab, dass er da den Ball weggesprungen ist. Ich glaube, er hat etwas probieren, was du nicht probierst. Sehr rausheben natürlich da auch das Timing von Fayulu, oder? Ja, also, nein, hat er. Also ist absolut, hat seine Nomination gerechtfertigt. Ich glaube, so schnell macht Bruno Berner kein Experiment mehr auf der Goalie-Position hinten. Die muss man sowieso nicht machen bei den Genfer. Servet hat eine klare Nummer 1 und die war in den letzten Spielen also hervorragend, aber heute praktisch unterbeschäftigt. Jetzt bin ich Janik Kessler. Jeremy Frick, gratuliere Ihnen zum Sieg. Es war ein komisches Spiel für Sie. Sie hatten fast nichts zu tun. Was sagen Sie zum Spiel? Ja, heute war ein komisches Spiel für mich. Aber ich finde das geil, wenn du musst nicht immer viel zu machen für den Torhüter. Ich denke, heute wir haben ein bisschen besser gespielt als normalerweise. War auch ein bisschen mehr easy für uns, weil Winterthur hat ein großes Pressing gemacht. Aber ja, heute wir schießen wieder ein Tor auf. Eine komische Situation, nicht in dem Spiel. Wir müssen unbedingt besser spielen. Und so, wir schießen das Tor früher und nach dem Match werden wir fertig. Aber ich bin sehr froh, das ist heute das dritte Mal, dass ich spiele zu Null. Und das ist heute die positive Sache von heute. Normalerweise kennen wir Sie sehr emotional, mit vielen Emotionen im Spiel. Heute konnten Sie das gar nicht so richtig reinbringen. Trotzdem noch eine gelbe Karte geholt. Wie schwierig war es für Sie, die Mannschaft zu unterstützen heute? Ja, es ist immer schwierig für einen Torhüter, wenn du hast nicht so viel zu tun. Aber ich habe gut gemacht, was ich heute gemacht habe. Sorry. Aber für diese gelbe Karte, ich finde das einfach ein riesiger Skandal. Fayulu hat fast 10 Minuten verloren. Ich nur einmal. Ich warte auf meine Spieler und ich nehme eine gelbe Karte, aber das ist wieder einmal die Schiedsrichter. Sie wollen einfach zeigen, dass sie die Boss sind. Ja, es ist einfach dumm, aber es ist einfach so. Danke, genießen Sie den Sieg. Wie man ihn kennt, der Jeremy Frick mit klaren Worten. So haben wir ihn gern natürlich wunderbar. Wenn wir das Spiel anschauen, hat Servet absolut die Pflicht erfüllt. 1-0-Sieg. Die Frage war ja schon auch, wo wir etwas aufgegriffen haben im Vorlauf beim FC Winterthur. Oder? Harte Realität, Super League. Heute haben sie zwar verloren, aber irgendwie hast du gleich das Gefühl, die Realität ist nicht ganz so hart heute, wie sie in den letzten beiden Spielen war. Absolut nicht. Und ich denke auch, sie werden mehr solche Spiele haben, wo sie genau so auftreten müssen. Das Defensivverhalten brauchen sie. Sie müssen hinten verheben und dann einfach hoffen, dass sie mit dem schnelleren Umschaltspiel sie zu der einen oder anderen Chance kommen. Und dann auch